Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader NFP Live Trading bei FX Flat. Und das machen wir üblicherweise immer mit Dirk Hilger. Hallo Dirk an der Stelle. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und heiße Sie herzlich willkommen im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Das ist sehr wichtig heute. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, auch wenn der Dirk eventuell heute einen Live-Trade noch macht oder sogar einen mitbringt, das weiß ich ja auch noch nicht. Auf gar keinen Fall. Und Stichwort Dirk, ich übergebe sehr gerne. Ich bin sehr gespannt heute. Wir könnten mal wieder Bewegung sehen, aber ich will nicht, ja, mich zu früh freuen. Mal schauen gleich. Also viel Spaß und viel Erfolg. So wie du ja gerade gesagt hast, wie üblich, oh, jetzt habe ich ja direkt einen Frosch im Hals, wie üblich mit unserem Dirk. Ja, will ja auch sonst keiner machen, ne? Habe ich immer so das Gefühl. Ich bin immer der, Nein, der das stimmt bei nicht. den NFPs, so, ich muss mal hier ein bisschen lauter machen, so, hier mal Tonprobe, den Kopf hinhalten muss oder soll. So, Moment, ich muss hier ganz kurz noch irgendwie meine Bildschirme neu sortieren. Ich muss hier gerade noch was umstellen, auf den letzten Drücker, wie sich das gehört. Sag aber an der Stelle zwischendurch schon mal natürlich auch Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite hier heute zum NFP-Webinar, nennen wir es mal, ob es ein Live-Trading wird. Das werden wir mal sehen, je nachdem, wie der Markt halt an der Stelle mitspielt. Nelson hat mich ja gerade schon vorgestellt. Mein Name ist Dirk Hilger, für die, die mich nicht kennen. Und ich bringe halt natürlich den Stereo-Trader mit. So, jetzt irgendwie gleichzeitig reden und denken funktioniert nicht wirklich, merke ich gerade. Ich versuche hier nur gerade irgendwie meinen anderen Chart noch auf einem anderen Bildschirm hinzukriegen. So, das sieht aber erstmal gut aus. So, da fangen wir mal an. Hier, ja, Bildschirm müsste jetzt da sein, ne? Richtig. Habe ich heute zumindest schon mal eine Sache richtig gemacht an der Stelle. Das war dann auch, glaube ich, die erste. Aber irgendwann muss man ja auch mal anfangen. Also, dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer hier alles dabei ist, wer jetzt halt hier irgendwie auch mit meinem Blog vertraut ist und wer nicht. Ich gehe mal davon aus, irgendwie die Hälfte ja, die andere Hälfte nein. Und das fange ich mal so ein bisschen bei Null an. Ich gehe mal zuerst auf den Dow, weil der dürfte gleich, so wie ich das sehe, der Nelson hat es auch schon gesagt, es könnte heute wirklich ein bisschen Bewegung kommen. Ich rechne so ein bisschen mit dem Schlimmsten, ehrlich gesagt, heute, dass halt wirklich halt mal auch was wirklich Größeres kommt. Und will das auch mal kurz zeigen, warum, weshalb, wieso ich da die ganze Zeit so gestimmt bin. Also, ich habe gerade gesagt, wer hier den Blog kennt, ich weiß es nicht, aber wer halt gelesen hat, der hat halt auch mitbekommen, dass ich direkt halt am Anfang der Woche auch gesagt habe, wir müssen hoch. Und auch die Stationen, die haben alle gestimmt. Und es geht jetzt auch nicht hier darum, im Nachhinein zu sagen, ja, das oder ich mache das nicht, um halt hier zu unterstreichen nach dem Motto, ja, ich habe recht gehabt, sondern es geht eher so darum, man kann halt nicht immer richtig liegen, ja. Und wichtig ist halt immer nur, dass man halt irgendwo, wenn man sowas halt so eine Strategie halt hat, dass man sie natürlich konsequent durchzieht. Und das heißt, ich kann auch heute jetzt einfach fürchterlich daneben liegen. Und gerade wenn ich halt hier mit einer größeren Bewegung rechne. Und das ist aber dann halt auch nicht schlimm. Weil, wie gesagt, wenn man halt darauf gebaut hat, auf das, was ich die ganze Woche von mir gegeben hat, dann hat man eigentlich keinen einzigen Tag irgendwas falsch machen können. Das hat wirklich extrem gut funktioniert. Und ich habe auch schon rechtzeitig eine Marke im Dow auf den Schirm gerufen. Das war die. Also zum einen hatten wir die Station, ich habe die hier gar nicht alle eingezeichnet, die könnten aber heute tatsächlich auch nochmal wichtig werden. Das war einmal die 409, die gehe ich mal hier gerade mal suchen. Ich lasse die jetzt, oder ich mache die mal blau, also hier, jetzt nicht punktgenau, aber fast. Also, Dirk, ja bitte. wir sehen nicht, was du machst. Ich weiß nicht, ob du woanders gerade bist. Also jetzt sehen wir deine Ach Maus. so. Stimmt, Moment, dann nehmen wir doch den hier. Ah. Besser, ne? Ja, ne? Das sieht doch schon ganz anders aus. Genau, also, ja, sorry, das andere war halt irgendwie völlig falsche Abteilung. So, also hier, der Dow.
Ich habe gerade hier noch eingezeichnet die 25409. Das war halt die erste Station von dem Long-Anstieg. Die zweite war, jetzt geht das wieder los hier mit dem MT5. Der bringt mich noch um den Verstand mit dem Geklicke hier immer. Das ist echt immer ein Glücksspiel, ne? So, das ist doch. So, dann die 523. Die müssten wir hier oben haben. Ja, nicht ganz genau. Das war jetzt die zweite Station, wie man sieht. Alle angelaufen, auf alle zurückgesetzt. Hier auch einmal zurückgesetzt und weiter hoch. 772 hatten wir gestern. Ist halt bekannt einfach als Umsatzpunkt. Aber auch hier, wie man sieht, so der letzte Support auf relativ hohem Niveau. Hat auch entsprechend reagiert, aber kam halt nicht weit. Und was ich halt wirklich so als Maximum, ich muss das hier gerade mal einmal ausblenden, was ich halt hier als Maximum halt genannt hatte, das war nicht die 25889, sondern tatsächlich die 997. Das ist natürlich so ein bisschen gewagt und ich erkläre auch mal kurz warum. Also generell der Anstieg, das war schon plausibel, das war halt einfach eine Reaktion und ich hätte aber halt, aber ich mache das jetzt eins nach dem anderen. Die Reaktion sollte eigentlich schon hier ein bisschen deutlicher ausfallen. Wir haben hier bei der 25889, das war letzte Woche, da hat er ziemlich lange dran rumgemacht, wie man hier sieht. Und letzten Endes dann halt die Flügel gestreckt und ist dann halt nach unten abgewandert. Relativ zügig dann halt auch irgendwann, wie man sieht. Nämlich halt hier um die 1000 oder beziehungsweise über 1000 Punkte, 1300 Punkte runter. Und jetzt sind wir halt da schon wieder am Anfang. Und generell ist es ja halt immer so, ich sage halt immer, darf nicht vergessen, bei all den Geschichten, die long gehen, also ich habe von Anfang an gesagt, das ist für mich korrektiv, das ist kein neuer Long-Trend und also erstmal natürlich und auch kein irgendwie neuer Run auf ein Allzeithoch oder was auch immer, sondern erstmal sind wir korrektiv. Das heißt, wir gehen hier nochmal zum Anfang ab der Stelle, wo halt große Positionen abgeladen wurden. Jetzt ist die natürlich ziemlich einfach, hier die 25889, weil das war halt hier einfach oben die Hochs. Ob das dann halt hier jetzt ohne weiteres abprallt, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel und ich rechne da eigentlich eher mit einer Schweinerei. Das heißt, dass man einmal hier oben wirklich, weil das lauern mit Sicherheit ein Haufen Short-Positionen. Ich rechne eher so ein bisschen damit, dass wir da oben halt einmal durchlaufen und tatsächlich nochmal die 997 uns schnappen. Das war nämlich halt, das sieht man jetzt hier nicht, aber ein Gap eben halt auch im Dow und und auch sehr, sehr viel gehandelt. Ich kann mal hier versuchen, ein bisschen kleiner zu machen oder ich gehe mal auf den H4, vielleicht erkennt man es da ein bisschen besser. Ne, hier sieht man, direkt drüber war halt, beziehungsweise hier, da war halt auch das Gap. Also nicht genau die 997, die 997 war schon da, bevor das Gap da war. Ich verändere meine Marken ja nicht unbedingt. Und deswegen rechne ich da schon fast damit, dass wir da tatsächlich nochmal eine Runde hinlaufen und dann aber halt auch die ganze Strecke abbauen. Und die ganze Strecke heißt für mich, runter bis 24.909. Ja, das ist jetzt natürlich ganz schön gewagt, so eine These ja aufzustellen. Deswegen schicke ich auch voraus. Das ist jetzt erstmal eine Idee. Ja, noch ist keine Bestätigung da. Ich für meinen Teil sehe es aber halt so, wenn wir hier anfangen zu korrigieren, hier ab dem Level hier oben irgendwo, ich mache mal die Runden hier aus, wenn wir anfangen zu korrigieren ab dem Level hier irgendwo, dann finden wir hier auf der ganzen Strecke, hier im Anstieg, im H4 sieht man es tatsächlich besser als im H1, wir finden hier keine einzige Welle. Und beziehungsweise das ist das einzige Pipi-Ding, was wir halt hier haben, wo es halt mal überhaupt so was Ähnliches wie eine Welle gemacht hat. Und was der halt ja immer macht oder was ich halt immer suche, das sind ja halt Clusterbildungen. Das heißt also, bevor halt irgendwelche Widerstände durchbrochen waren. Und er hat hier nichts, aber auch wirklich gar nichts halt irgendwie zurückgesetzt, sondern ist einfach nur geradeaus gelaufen. Eine Station nach der anderen. Und solche Anstiege, die sind brandgefährlich. Und das kann man in der Vergangenheit auch oft sehen, die werden nicht selten auch genauso abverkauft, wie sie gekauft wurden. Und deswegen heißt für mich erstmal, jetzt erstmal gucken, vorsichtig sein. Aber wenn halt, wie gesagt, wenn es anfängt runter zu drücken, werde ich nirgends mehr nach Long suchen, nicht bevor wir da unten gewesen sind. Frühestens hier irgendwo in dem Bereich, weil da gab es im Stundenchart halt so ein bisschen Clusterung, kann ich ja zeigen, hier in dem Bereich, da war halt zumindest mal im Stundenchart, sieht man erstmal Widerstand, korrigiert nach unten durch und nicht zurückgetestet. Und das wäre so der erste Bereich, wo man vielleicht mal halt irgendwie danach suchen könnte. Aber hier, das ganze Ding würde ich den Teufel tun oder irgendwie long suchen. Und dann eher noch hier oben, wo wir jetzt sind, über der 772, die wir da halt, ja, heute jetzt halt hier auch im Stundenschluss
genommen haben, wobei man natürlich sagen muss, wir haben halt hier verdammt wenig Volumen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn großes Volumen kommt, dann wird das natürlich alles nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle spielen. Das heißt also hier tatsächlich eher long und mal gucken, ob wir die 889 schaffen oder 997. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht schnell genug sein, aber ich sage es halt mal so, müsste ich jetzt hier eine Position eröffnen und mich entscheiden, würde ich hier erstmal long gehen, aber natürlich nicht mit einem großen Stop, sondern dann tatsächlich eher versuchen, dann halt den Schweinkram, wenn er dann kommt, nach oben halt entsprechend mitzunehmen. Ich kann es auch mal kurz, was ist hier für eine Zeiteinheit? Das ist natürlich Quatsch. Hier im Tageschart halt auch mal, oder besser gesagt im Wochenchart, wir haben heute Freitag. Hier sieht man ja auch, wir hatten halt letzte Woche eine ziemlich, was wackelt denn der jetzt hier so rum? Ach, der sucht sich jetzt hier erstmal die Daten, okay. Der MT5 ist schon irgendwie lustig, ne? Also ich bin ja hier MetaTrader 5 irgendwie gerade unterwegs mit einer Version, die noch keiner hat. Aber ich muss das ganze Zeug ja eben immer live auf dem Live-Konto auch entsprechend ausprobieren können. Also, was man hier sieht, ist, wir haben natürlich hier eine ziemlich mächtige Short-Kerze, beziehungsweise eine ziemlich mächtige bärische Kerze. Und da versucht er jetzt halt einfach auch nochmal, und da bin ich halt immer sehr, sehr skeptisch, da jetzt so mit einer Bewegung, die da halt rauszubügeln. Und darf halt nicht vergessen, die Kerze ist nicht fertig, ja. Und das heißt, jetzt hier einfach so drüber laufen und oben stehen bleiben, bedenklich. Also hier sieht man zum Beispiel sowas Ähnliches. Da halt auch runter, okay, kurz versucht, aber das wurde dann trotzdem nach unten fortgesetzt. Da liegen natürlich jetzt halt auch nochmal irgendwie 150 Punkte, ne, sogar noch mehr halt hier dazwischen. Aber das geht so einfach meistens nicht. Und auch hier zum Beispiel, oder bei der sieht man es ja massiv, das war letztes Jahr, halt auch versucht dagegen anzustinken, einmal kurz drüber und dann halt schließt sie wieder halt in dieser Kerze drin. Und da wir halt jetzt hier wirklich eine ganz geradlinige Bewegung haben, baue ich eigentlich eher darauf, dass wir nochmal in dieser Kerze irgendwo halt schließen. Und deswegen ist halt so generell, bin ich halt da eigentlich eher short als long gestimmt, auch gerade weil wir so einen Anstieg haben, wie wir ihn momentan halt eben tatsächlich ja auch sehen. Da bin ich halt immer skeptisch. Was noch hinzukommt, ist Gold. Das klebt halt auch an der Decke. Das funktioniert natürlich auch nicht. Also, dass beide halt einfach da nach oben laufen, ich weiß es nicht, ne? Also bin ich halt schon irgendwie sehr, sehr vorsichtig. Deswegen rechne ich halt auch damit, weil eben beides irgendwo oben an der Decke klebt, dass wir da halt auch ein bisschen mehr Bewegung bekommen. Und heute würden mich tatsächlich auch mal die Zahlen interessieren, auch wenn ich sonst immer sage, ich will die gar nicht wissen. Aber heute könnte das natürlich das Ganze auch schon so ein bisschen untermauern. Also wenn da jetzt halt zum Beispiel nochmal was Negatives halt irgendwie nachkommt, also zum Beispiel die Ergebnisse unter der Erwartungshaltung, dann könnte das Ganze tatsächlich nochmal zusätzlich befeuern. Wogegen, wenn jetzt positive Zahlen kommen, wüsste ich nicht, was ich damit anfangen soll. Zumal wir halt ja schon einfach hier auch nochmal 1200 Punkte gestiegen sind seit hier unten der Ecke. Von daher ja, könnte man dann nachher auch sagen, wenn es dann doch runtergehen sollte, könnte man einfach argumentieren, ja, ist ja schon eingepreist gewesen. Das sind aber so Erklärungen im Nachhinein. Damit kann man nichts anfangen. Also ich kann halt jetzt hier nur einfach das Bild nehmen, was wir hier an der Stelle haben. Muss dann halt versuchen, da was draus zu machen, beziehungsweise müssen tue ich natürlich nicht. Ich würde aber gerne, weil ich halt die Chance sehe, dass wir hier eine größere Abwärtsbewegung bekommen, würde ich natürlich schon gerne versuchen, mich da halt auch entsprechend einzudecken. Das ist natürlich die Frage, kriegen wir es jetzt wirklich direkt hier mit den NFPs, die jetzt in 45 Sekunden kommen, oder kommt es dann halt mit dem Kassamarkt? Weil oft ist es so in der Vergangenheit, dass halt die NFPs in eine Richtung laufen, der Kassa nachher halt eine ganz, ganz andere Richtung. Ich kann jetzt mal eine Sache hier machen. Ich kann mal hier, weil die haben wir halt im Backtest vergessen. Die könnte man mal versuchen, sollte irgendwie dahin spiken, dass ich die halt long mitnehme. Das ist die 772, das ist halt, wie gesagt, da war ohnehin recht viel Umsatz, auch in der Vergangenheit. Das wäre halt ein Versuch einfach an der Stelle wert. Also kleine Position. Und hier versuchen, wie gesagt, wenn wir sie kriegen, wäre das schon mal machbar. Paar Sekunden noch. So, bitte? Noch ein paar Sekunden. Ja, okay, da sind wir. Genau. So, einmal abholen, bitte.
Kommt da noch was? Das hier, die Limit Pullback schlägt gerade ganz nett zu. Sieht man schön, wird mit runtergezogen. So, und sind dann jetzt hier an der Stelle erstmal gefillt. So, mal gucken. Absichern. Das war doch schon mal ein schöner Punkt. 75.000 zu 175.000 erwartet. Okay, so, erstmal raus. So, die Reaktion hätten wir jetzt natürlich auch drin lassen können. Was habe ich da für eine Positionsgröße? Das ist natürlich ein bisschen traurig. So, aber das halt, die habe ich mir auch deswegen vorhin markiert. Also nicht nur, weil ich die sowieso hier drin habe, sondern, jetzt habe ich das, ja, okay, das waren 20 Punkte, ja, immerhin. Sondern weil ich halt hier vorhin auch gesehen habe, dass er hier so eine, in 5 Minuten kann man das gut erkennen, halt wirklich eine schöne Struktur gebaut. Aber was heißt schön ist anders, ja, aber eine nachvollziehbare Struktur. Das heißt, hier die ganze Zeit sieht man schön so gelaufen, Widerstand, neues Tief, durch. So, dann irgendwann ein Stück zurück, Richtung Widerstand, nächster. Widerstand, Stück rückwärts, durch. Und dann und so weiter und so fort. Und hier hat es halt jetzt einfach gefehlt an der Stelle, weil er da halt auch direkt durchgelaufen ist. Und deswegen halte ich den, habe ich den jetzt auch entsprechend für ungefährlich gehalten. Ist natürlich jetzt nicht die Welt hier mit 20 Punkten, aber 20 Punkte plus zu den NFP ist immer noch besser als 20 Punkte minus. Okay, so hier unten haben wir das Gleiche. Da haben wir auch die 731. Die gibt es in meinem Blog auch schon ganz, ganz lange. Das wäre so der nächste Punkt, wo man es tatsächlich mal halt irgendwie nochmal angehen könnte. Weil ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was nach oben kommt. Also das sieht für mich irgendwie noch nicht fertig aus, die ganze Geschichte hier. Das ist jetzt einfach so oben umdrehen, dann runterfallen. Ich glaube da noch nicht so wirklich dran. So, okay, die 731. Versuchen wir die auch mal. Beziehungsweise, Quatsch, die 631. Entschuldigung, habe ich die überhaupt drin? Nee, habe ich auch nicht drin. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier alles vorbereitet, aber guck einer an. Ne? Ganz schöne Schlamperei hier. So, die 631, da haben wir sie. Das sieht man auch hier in der Vergangenheit von oben deutlich reagiert nach oben, immer wieder gekauft worden, dann hier durchverkauft, hier direkt halt nochmal plapp, nochmal runter. Das heißt, da war halt auch immer ordentlich was los. Und deswegen, und hier sieht man vor allen Dingen jetzt auch bei dem Durchbruch, ist genau dran gelaufen, hier an den Punkt. Ich hoffe, man kann das erkennen. So. Also die 631 hier im Stundenchart, ne? Also von der 523 kommt, was ja halt der erste Widerstand war, genau an die 631. Das war gestern, glaube ich. Da hatte ich auch morgens noch geschrieben, da sollte schon ein bisschen was nach unten passieren. War dann auch so, ist von dort einfach nochmal an den nächsten Punkt gelaufen und jetzt halt eben entsprechend gekauft, aber auch nicht zurückgetestet. Und infolgedessen sollten wir da jetzt halt irgendwie auch nochmal irgendwo runterkommen. Oder hatte ich jetzt die 631 eingezeigt, aber die 731, ist egal. Aber die 631 hat auf jeden Fall, hat die für mich Relevanz. Das heißt, sollten wir da irgendwo hindippen, solange das hier oben noch nicht irgendwie sauber short aussieht, wäre das schon noch halt ein Kaufpunkt. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich werde den Teufel tun, hier unten Long suchen, ja, aber nicht solange das hier oben nicht irgendwie abgeschlossen aussieht. Und das sieht für mich einfach nicht abgeschlossen aus, die ganze Geschichte hier. Weil bevor halt so ein Markt dreht, gibt es meistens ordentlich Gezerre. Und das sieht man ja auch hier zum Beispiel. Da gibt es erstmal ein paar lange Dochte dann halt nach oben und es wird immer wieder abverkauft. Ja, jeder Anstiegsversuch, bäm, raus, raus, raus. Und dadurch entstehen ja dann halt hier diese Dochte. Und es ist selten, wo es dann halt einfach so, so eine kleine Kerze und dann die nächste kleine und dann sind wir fertig. Und das würde mir nicht reichen, auch unter dem Aspekt, weil wir halt hier diesen Punkt nicht nochmal ausprobiert haben. Also der Verkaufspunkt, an dem wir halt hier ja halt auch entsprechend gescheitert sind, irgendwo halt letzte Woche, dass der noch nicht mal angelaufen wird, das, da glaube ich noch nicht so wirklich dran. Und das ist so der Grund, oder sage ich mal so, das ist das, worauf ich halt schon noch gerne warten würde und gucken, was passiert hier. Also irgendwie ein bisschen schwer vorzustellen, dass der einfach komplett ausgelassen wird. Ich kann mich täuschen, keine Frage. Und aber nochmal halt zu dem Long und Short, also wenn das hier oben nochmal verkauft wird oder meinetwegen ab der 997, dann suche ich hier unten keinen Long mehr. Solange es aber nicht erledigt ist, gucke ich noch, dass ich halt irgendwie bei dem Versuch noch dabei bin und da halt noch entsprechend ein paar Punkte dann halt auch mitnehmen kann. Das nur nochmal zur Erklärung.
So, jetzt habe ich hier die, genau, das habe ich mich gerade vertan. Hier ist die 734, das war nicht die 631. Hier halt einfach nur das gleiche Prinzip. Zum einen haben wir hier den Kassaschluss von gestern an der Stelle und dann halt auch eine Clusterung, wie man halt hier sieht, ein Anstieg, kurze Biege nach unten, oben durch und dann nicht wirklich nochmal zurückgetestet. Und sowas kann auch schon mal wieder halt entsprechend reagieren und gekauft werden. Und das sind natürlich jetzt 100 Punkte, mit denen wir halt hier runterkommen, aber das ist im Dauer ja im Zweifelsfall auch immer eine Affäre von nur irgendwie ein paar Minuten und hat erstmal auch nicht wirklich was zu bedeuten. Und was halt für mich jetzt auch so ein bisschen unterstützend hier dazu käme, hier im 4-Stunden-Chart, wenn man das mal sieht, der versucht jetzt halt hier die Kerze rauszunehmen, die letzte, die läuft aber eben noch eine anderthalb Stunde. Die hat also schon noch Zeit und entsprechend wird er da auch jetzt nicht einfach durchfallen. Also vielleicht ist möglicherweise ist das jetzt das falsche Level, das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber dass wir halt hier diesen den Punkt beziehungsweise die letzte Aufwärtsbewegung halt nochmal in irgendeiner Form verteidigen, das glaube ich halt schon. Und deswegen, aber ich bin hier ohnehin nie mit großen Stops unterwegs, sondern immer nur mit überschaubaren Positionen und würde auch jetzt hier nicht irgendwie eine Riesenbewegung mitnehmen, sondern versuche halt nur ein paar Punkte Reaktion halt hier einzufangen und die größere Bewegung dann tatsächlich eher dann erst für nachher. Muss man hier nicht übertreiben. Ja. Gucken, vielleicht kann man das ja dann an der Stelle auch skalieren. So, da sind wir. Hier 40, 20, ja. Ein bisschen was kann ich Ihnen mal hier noch geben, erstmal an Luft. So, werden wir gleich mal sehen, ob wir hier ein bisschen Reaktion kriegen. Typisch wäre es halt schon. Und im Zweifelsfalle, wenn man solche Clusterungen halt handelt, wenn die obere Grenze nicht hält, dann geht man halt an die untere ran. Und eine macht dann schon eigentlich immer wieder das Rennen. Außer wir haben jetzt halt hier irgendwie ultra dickes Volumen, aber das sehe ich irgendwie auch nicht. Im Orderbuch hier sieht man es ja auch. Also es ist halt alles schon sehr überschaubar momentan, was da noch passiert, wenn jetzt irgendwie ein Käufer kommt und da halt mal irgendwie 100 Kontrakte kauft und da steht das Ding wieder da oben. Von daher ist das jetzt, Entschuldigung, das ist ja unglaublich, nicht wirklich tragisch, was jetzt hier an Volumen drin ist. Ich hatte es letzte Woche schon gezeigt, hier sieht man es jetzt auch wieder, wird es hier ein oder andere fragen, wie kann ich denn hier im CFD Volumen sehen? Das ist eine Neuigkeit, die jetzt im Juli halt kommen wird und was auch tatsächlich jetzt nur bei FX Flat gehen wird, weil man halt hier die Möglichkeit hat, den Future, also den Dow Future an der Stelle unter den CFD sozusagen zu packen. Das heißt also, was ich hier in Volumen sehe, hier Volumenglocke, als auch hier Orderbuch und so weiter, das kommt halt alles aus dem Dow Future. Das ist halt also sind keine CFD, ist keine CFD-Geschichte hier. Und jetzt sieht man zum Beispiel, hier kommt jetzt einer irgendwie mit 44 Kontrakten und die wird immer größer. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, wenn das echt ist. Und dann drückt das wahrscheinlich einer erstmal unten durch. Deswegen sichere ich das jetzt hier erstmal ab, auch wenn da jetzt halt eine Nullnummer draus wird. Aber solche Geschichten sind dann schon, okay, jetzt ist es erstmal wieder weg. Gut, dann lassen wir das mal. War vielleicht nur ein Fake. Aber es kann natürlich schon mal sehr hilfreich sein, wenn man halt schon mal mit dem Orderbuch gehandelt hat oder mit dem Orderbuch halt sich eben auch vertraut machen will. Und es ist natürlich schon dann an der Stelle halt eine Information, die man ja so sonst nirgends hat. Ne? Also das ist halt eben der Hintergrund, warum ich hier das Orderbuch anzeigen kann. Komm, ich nehme die mal raus. Das ist mir ein bisschen zäh hier. Das ist egal, waren jetzt aber nochmal irgendwie 10 Punkte. Es ist okay. Damit sind wir halt schon immerhin bei 30 ungefähr. Boah, ich habe so einen Frosch im Hals, das kann nicht wahr sein. Ich muss mich mal kurz stumm schalten. Einen Moment bitte. Trink mal einen Schluck. So, hoffentlich geht das jetzt besser. So, also wie man sieht, ne, also wenn man zum Beispiel jetzt halt nur skypen will oder so,
also die beiden Geschichten, die ich jetzt gemacht habe, obwohl der jetzt hier ja 100 Punkte runter ist. Klar, wäre natürlich schick gewesen, da oben halt Short drin zu sein, bin ich aber nicht. So ein Markt läuft ja meistens in zwei Richtungen. Und aber genauso kann man halt solche Geschichten eben auch handeln. Und von daher ist auch, wie man halt auch schön, glaube ich, glaube gerade nachvollziehen konnte, ist, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, das habe ich ja vorhin gemacht, daher kommen ja halt die Linien hier. Und wenn man halt seine Punkte sucht, und kann man das ja so machen. Also spricht ja auch nichts dagegen. Es ist ja dann völlig egal, in welche Richtung der Markt läuft. Und wenn man in der Lage ist, mit einem vernünftigen Konto konstant jeden Tag irgendwie 20, 30 Punkte zu machen, auf so eine Art und Weise. Und mehr muss man ja gar nicht können. Also man, klar, es ist natürlich immer so, so ein bisschen persönliches Ding. Ich glaube, das kann auch jeder hier nachvollziehen. So nach dem Motto, boah, ich war bei dem dicken Short dabei, der Dow ist 3000 Punkte gefallen und ich war ganz oben Short. Ja, das ist zwar immer nett, ja, aber halt die Frage ist halt immer, wie sinnvoll ist es halt, auf die Dinger zu bauen, ja, also ständig darauf zu bauen. Ich meine, ich mache es ja heute irgendwo auch, aber auch nur aus dem Grund, weil wir halt hier eventuell heute wirklich eine Möglichkeit kriegen, halt in eine ordentliche Bewegung halt reinzukommen. Und mit entsprechend kleinem Risiko. Und dann kann man das natürlich schon mal machen. Beziehungsweise dann mache ich das halt eben auch schon mal. Aber ich habe halt, oder mittlerweile ist bei mir so, ich handle ja tatsächlich leider nicht mehr so viel wie vorher, was natürlich mit dem Stereo Trader zusammenhängt. Aber der ist ja aus meinem Handel raus entstanden. Ich habe halt vorher fast nur gescalpt und immer nur so irgendwie 5, 6 Punkte hier, 5, 6 Punkte da. Und eine stabilere Equity-Kurve hatte ich noch nie. Ja, sobald man halt anfängt, irgendwie große Bewegungen mitzunehmen, dann hat man halt ganz klar immer wieder das Problem, dass man halt einfach viel verschenkt oder halt, dass man halt ausgestoppt wird und mehrere Anläufe braucht. Und das ist halt irgendwo der reinste Stress. Also wenn man das halt irgendwie nur nebenbei macht im Swing Trading und dann sagt, okay, ich habe großen Stop. Und ich mache das sowieso nur irgendwie zweimal die Woche, dann ist das okay. Aber im Daytrading ist es halt absolut tödlich. Also auch echt nicht zu empfehlen. Daytrading lieber irgendwie kurze Sachen, lieber 10 Punkte mitnehmen, als irgendwie stundenlang hinterher hoffen, dass es aus den plus 15, minus 3, plus 10, minus 7 nochmal irgendwann plus 25 werden. Also das ist irgendwie, kennt aber glaube ich auch jeder, das macht keinen Spaß. Was wir jetzt hier auch sehen ist, wir tauchen ja hier einmal unter die Value Area ab. Die wird ja hier natürlich jetzt auch korrekt eingezeichnet. Also jetzt hier umgerechnet auf den, jetzt geht das schon wieder los, umgerechnet auf den Kassa sind wir hier bei 744. Die Value Area sieht man ja auch schön hier angezeigt. Das heißt, da tauchen wir drunter. Das heißt, wir sind jetzt im Bereich zu billig. Und von daher kam das jetzt natürlich auch nochmal dazu, hier als Argument, warum man hier durchaus auch mal long gehen kann. Und der wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwie runterkommen. Kann man dann vielleicht auch nochmal versuchen. Vielleicht geht es noch ein bisschen tiefer und rennt dann wieder hoch. Aber deswegen, wenn man so die erste Bewegung mitmacht, das ist immer die Stelle, wo es noch keiner gesehen hat. Und da ist es dann auch sinnvoll, schnell wieder rauszugehen. Weil wenn das hier mal irgendwie sich etabliert und dann springen natürlich andere drauf und dann kriegen wir hier erstmal dieses übliche Gezerre an der Stelle. So, genau. Was wollte ich sagen? Also das hier ist natürlich auch ein Ansatz, ne, wo ich gerade halt gesagt habe, die Kerze hier, die werden wir bestimmt noch irgendwie in irgendeiner Form verteidigen. Und läuft halt noch bis, habe ich jetzt hier den richtigen H4, habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Ich kann ja mal irgendwie im Future noch gucken. Wobei ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiß, wie der getaktet ist. Aber der müsste hier doch eigentlich, bin mir gerade nicht sicher. Im Zweifelsfall halt die beiden Bewegungen zusammenfassen. Das heißt, also hier von der, wo sind wir, von dieser Kerze ausgehend, das sieht man ja halt auch, ja. Also hier hatten wir einen Durchstoß, Rücksetzer gekauft. So, das heißt, die gesamte Aufwärtsbewegung hier, die stabile Aufwärtsbewegung fängt irgendwo bei 718 an, also ziemlich genau da, wo wir jetzt gerade sind, beziehungsweise ein paar Punkte drunter hier in dem Bereich. Und das wird bestimmt noch in irgendeiner Form verteidigt werden. Was er auch noch machen kann, man sieht ja auch hier den EMA 200, den ich hier auch noch habe, im DAU. Der kann natürlich zur Kassaeröffnung, die ja meistens ein bisschen wilder ausfällt, auch mal ein bisschen völlig gestört,
Kann natürlich auch sein, dass wir zur Kasseöffnung mal dahin kurz purzeln. Da wären wir auch gleich wieder bei der 631 und dann halt nochmal hochziehen auf die 772. Das sind ja nur 150 Punkte. Das ist ja im Down nix. Also, wenn ich da irgendwie an, ich weiß nicht, ob das letzte Woche war, habe ich auch gedacht, was fahren die denn da bitte für einen Film? Ja, also irgendwie zur Eröffnung 80 hoch, dann 180 runter, 220 hoch und das Ganze dann nachher gleich noch dreimal. Das ist natürlich völlig krank, ja. Das war, bevor es halt, genau, bevor es halt hier unten von dem Tief, also hier von dem Wochentief, halt nach oben ging. Ich dachte, das ist völlig abgefahrene Geschichte. Aber sowas macht er halt mal gerne. Und hier kann es natürlich entsprechend auch genau umgekehrt laufen, würde ja dann auch passen. Ja, erstmal runter, hoch, nochmal runter und dann tiefer runter. Alles möglich, ne? Und gerade weil wir ja halt hier an so einer Ecke sind, wo es ja dann drum geht, fallen wir jetzt oder steigen wir jetzt? Das geht nicht mal eben so, dass er halt irgendwie dann, dass man sagt, okay, 10 Punkte Stopp an der Stelle und jetzt lege ich die Füße hoch, wird nicht funktionieren. Also 9 zu 99% wird es nicht funktionieren. Und deswegen halt dann, ja, wäre mein Ansatz da halt irgendwie dran zu bleiben und vor allen Dingen halt auch echt damit zu rechnen, dass bevor das passiert, wir wirklich ein paar Mal nochmal 100, 150 Punkte rauf und runter rauschen. Und da sollte man dann auch lieber irgendwo was mitnehmen, immer wieder, als irgendwie zu sagen oder zu hoffen, ja, der ist es jetzt, nee, der ist es jetzt, ja, der letzte war es auch nicht, dann ist es jetzt vielleicht der. Und zum Schluss hat man keine Lust mehr und den entscheidenden Punkt, wo es dann halt geht, den verpasst man dann halt. Okay, so, dann schnappen wir uns mal noch den DAX. Also hier passiert jetzt momentan nichts. Long hätte ich halt nochmal machen können. Also das passt ja soweit hier an der Stelle, aber habe ich mich jetzt ein bisschen verquatscht hier. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja erklärt, ich glaube, es ist nachvollziehbar und ihr sollt ja zwar nicht nachhandeln, wer es aber gemacht hat, der hat an der Stelle jetzt seine 25 Punkte verdient und ist ja alles gut und schön. Okay, so, dann gehe ich mal zum DAX, also 25 Punkte meine ich jetzt hier, ne? Die Bewegung ab der 3,4 bis hierhin die 7,5, ja, sind ja ungefähr 25 Punkte. Der wird wahrscheinlich auch noch weiterlaufen. Also hier die 772 von unten, das wäre jetzt so die nächste Anlaufstelle und dann halt noch ein bisschen hin und her zerren. Und aber vom Prinzip her ist das plausibel und das passt jetzt erstmal soweit. Okay, so, dann gucken wir uns den Kollegen auch mal noch an. Also der DAX. Ich fange hier mal mit dem Daily an. So, mache hier auch mal die Rundengeschichten aus. Also. Was hat er uns denn da geliefert? Beziehungsweise vielleicht auch mal den Weekly. Da sieht man es eigentlich noch mal ein bisschen besser. So, was ist? MT5, hast du fertig mit Laden? So, jetzt aber. So, hier sieht man es auch. Ne? Gleiches Bild. Und das heißt, wir haben halt hier, das ist natürlich reine Price Action. Das ist nicht großartig Charttechnik oder irgendwas, sondern reine Price Action. Das heißt, wir haben halt hier eine Wochenkerze, die deutlich nach unten geschleudert hat. Aber das muss man halt auch natürlich sehen. Wir haben natürlich auch hier, ja, da jetzt nicht unbedingt, das ist eher so, das würde ich als eine Bewegung sehen, das sind nicht zwei. Das sind natürlich ein paar Punkte bis darunter. Nichtsdestotrotz kommen wir hier in der Nähe von dieser Öffnungskerze. So, das heißt, hier passiert es hier noch nicht wirklich viel. Der hat halt hier irgendwo mal geschlossen drunter, hat eine lange Kerze gemacht, hat jetzt versucht, drüber rauszurennen hier oben und funktioniert nicht. Weil es einfach meistens so nicht funktioniert. Und so doof das klingt, das ist aber so, ja. Und beziehungsweise hier war es jetzt nur die Eröffnung und das nächste Spiel wäre dann halt entsprechend hier auch noch das Hoch von der Vorwochenkerze, wird auch nicht funktionieren. Und so komme ich dann entsprechend auch auf die 113, die sich hier ganz gut dazu gesellt, die 12.113. Was macht ein Gold eigentlich? Oh ja, steigt, okay. So gut es geht. Das war halt letzte Woche zum einen halt schon der Verkaufspunkt beziehungsweise das Vorwochenhoch. Wobei die es halt hier ein bisschen verfolgen, die wissen, die 12.113, die gibt es auch schon irgendwie seit 2 Jahren oder also bei mir tatsächlich schon seit irgendwie 4 Jahren handle ich diese Marke schon. Und weil sie wird halt immer wieder gehandelt. Ja, und wir haben immer wieder Volumen an der Stelle, wenn der dorthin kommt. Und das ist, von daher wird die auch so schnell nicht aus meinem Bild halt hier verschwinden. Und alles drüber, irgendwie 120, 115 und so weiter,
Ich ignoriere sowas halt immer, weil ich ja halt weiß, dass seit die 113 ist der Punkt seit Jahren, wo Volumen gedrückt wird und keine 120, keine 115, keine 110. Also gucke ich mir natürlich die 113 an und ignoriere den ganzen Rest, beziehungsweise speichere es gedanklich dann halt irgendwie als Übertreibung ab. Und das war's. Und so, und das wäre natürlich, deswegen habe ich die ja auch im Auge gehabt, das habe ich auch schon am Montag gesagt, hier 113, das wäre so das Maximum von der Bewegung, die er halt machen könnte in dem Long-Anstieg, der da kommen sollte. Und ne, da wären wir knapp tatsächlich hier, das wäre für den DAX sehr, sehr sauber. Wir wären knapp unter dem Vorwochenhoch. Das ist eigentlich so eher was, was mich skeptisch stimmt, ja, weil das halt DAX und sauber, das sind so zwei Sachen, die oft nicht zusammengehören. Und aber okay, ja, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den sollte man sich angucken. 113, gucken, dass da halt Volumen entsteht. Ja, hier schreibt gerade jemand, DAU steigt. Ja, ich sehe es gerade auch hier parallel hier auf dem anderen Bildschirm. Das ist schon okay. Und das heißt, DAX und sauber, das sind also Geschichten, die oft irgendwie nicht so gut zusammenpassen, deswegen habe ich auch noch ein paar Punkte höher. Ja, aber generell ist es halt hier halt auch so, wenn man das halt mal rein nach Wellen aufdröselt, der könnte hier einfach einen Trend nach unten fortsetzen. Ja, und vor allen Dingen, und das ist ja das, was mich halt auch hier so positiv eigentlich dafür stimmt, warum das so einfach gehen könnte, weil wir hier versuchen, in einer Bewegung die letzte Woche auszuradieren. Und das nochmal, das haben wir im DAO genau, Quatsch, Entschuldigung, im DAX. Genau das gleiche Spiel, ne? Also hier im Stundenchart. So, der DAU dreht jetzt völlig durch, das wären noch ein paar Punkte mehr geworden dann, ne? So, ja, war gar nicht so schlecht, ne? Die Long-Idee da unten. Okay. Das ist, wenn man immer so viel erklären muss, aber es ist nicht schlimm, ist schon okay, passt alles. So, DAX halt auch, der macht auch nichts anderes, als sich hier in so einem Raster zu halten. Auch hier im 988, und ich zeige das mal eben kurz, hier sieht man es ja auch. Das sind alles Punkte, die habe ich ja vorhin eingezeichnet. Und passt, ne? Sage ich erstmal an der Stelle. Also, aber ich erkläre das erstmal weiter. Ich sollte echt keine Webinare machen, irgendwie zu den NFPs, sondern lieber einfach selber Geld verdienen. Und ich kriege immer so nur die Hälfte mit. Also 113. Aber dafür ist ja vielleicht der ein oder andere dabei, der mit der Idee was anfangen kann und das abstimmen kann und da vielleicht auch nur nickt und sagt, ja, genau so und fühlt sich bestätigt und verdient dann halt damit Geld. Das ist auch okay. Also 113 hier nochmal. Jetzt sehen wir es halt hier im Stundenchart. Ja, hier auch ordentlicher Spike rein, plopp runter, nochmal versucht, kein neues hoch und weg. So, das war jetzt halt nur letzte Woche. Und Übertreibung wäre aber halt denkbar bis, ja, auch mal die 100er weg. So, die 194 wäre ein bisschen arg für meine Begriffe eigentlich. 144 ist halt auch ein Punkt, der immer wieder ordentlich Volumen auch gezeigt hat in der Vergangenheit. Aber das wäre halt so, das wären die möglichen Übertreibungspunkte von der 113. Also sollte es sauber laufen, dann kriegen wir die 113 und fallen dann nach unten durch. Sollte es schweinig werden, dann brauchen wir da irgendwie nicht mit großem Stop meines Erachtens zu agieren. Da reichen wahrscheinlich irgendwie 10 Punkte und sucht sich dann lieber genauso knapp einen von den nächsten dann aus, wenn man dann eben an Short glauben möchte. So, ich meine, das Worst Case wäre natürlich irgendwie, hier wird gekauft und wir wandern da oben einfach durch. Ja, also ich halte es für sehr gering, die Chance, dass es so kommt. Aber sollte dem so sein, dann ist es halt so. Ist ja immer nur wichtig, dass man weiß, wo kann man halt entsprechend in den Markt rein und wo nicht. So, der Mirko fragt, letzter Versuch, könnte ich jetzt long im Euro? Ich weiß es nicht. Ich habe den Euro nicht auf dem Schirm, lieber Mirko. Das ist so gar nicht mein Steckenpferd. Und der wackelt mir zu viel seitwärts in der Gegend rum. Ich kann halt mit den beiden Kollegen hier komme ich ein bisschen besser klar als jetzt mit dem Euro. Okay, also das ist der DAX. Deswegen, also vom Prinzip her auch, ne, bin ich jetzt hier gar nicht drauf eingegangen, zeige ich es aber auch nochmal. Vom Prinzip her, Hammer, ist nicht ganz so krass wie im DAU, weil der hat ja hier ein bisschen mehr reagiert, ein bisschen mehr seitlich gewackelt, da halt und macht hier halt so eine Range da halt irgendwo auf, bei der man nicht so genau weiß, was es werden soll. Und das fehlt im DAU halt komplett.
Aber auch der nichtsdestotrotz hier hoch, 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 hoch und dann halt hier das nur Innenstäbe, ja, also im H1. Also die Dinger muss man sich gedanklich einfach, kann man vergessen, weil wir haben diese Bewegung, dann kommt Rauschen und dann kommt Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und hier sieht es schon ein bisschen anders aus, weil hier haben wir halt auch mal einen Außenstab mal abverkauft, deswegen hier haben wir ein bisschen Konsolidierung und das ist nicht wirklich Konsolidierung, das ist nur Rauschen. Und deswegen sage ich halt, der DAX sieht nicht ganz so schlimm aus. Das heißt, der könnte tatsächlich auch noch eher als der Dow irgendwie halt den Durchbruch nach oben schaffen. Da kommt natürlich aber das andere Problem hinzu, dass es ja dann nicht ohne die Amis geht oder seltenst der Dow eben komplett anders läuft als der DAX. Haben wir alle schon gehabt, ist aber eher selten. Und aber trotzdem erwähne ich das an der Stelle. Also wenn der dann nicht so, mal angenommen, der Dow macht jetzt irgendwie die Biege nach unten und man wartet drauf, dass der DAX das genauso macht, könnte sein, dass der DAX da keine Lust drauf hat. Ja? Oder dass es halt einfach wesentlich länger dauert, weil halt hier natürlich ziemlich viel Gezerre einfach ist an der Stelle. Und außer die machen alle Feierabend irgendwie um 4 Uhr und sagen, wir haben jetzt keine Lust mehr, dann wird es funktionieren. Aber in der Regel läuft es ja so nicht. So, aber wenn der halt eben entsprechend nach unten kommen sollte, mal angenommen, und dann haben wir hier nochmal die 840, auch Volumenpunkt, paar Jahre alt, entsprechend auch schon, funktioniert auch immer wieder. Und man muss halt nur genau hingucken bei diesen Marken, wo halt Volumen ist. Ja, wie zum Beispiel hier auch sieht Stundenchart, plopp, da geht er halt mal runter. Und da fragt man sich ja, wieso, da war doch eine Linie. Das ist aber egal, wo das Volumen, ja, das heißt, ich weiß nicht, werden die an der Stelle, wird das zur Beschleunigung oder wird es zum Support? Da muss man einfach nur genau gucken. Und man sieht es oft tatsächlich im M1. So, wenn da halt so ein Punkt kommt und es macht dann Flop und dann sitzt da ein Verkäufer und der bleibt dann da auch sitzen, wie man halt zum Beispiel noch sieht. Das heißt, Rücklaufversuch, zack, nochmal runter, kommt nicht mehr über da, bis da hoch und irgendwann wird das Paket aufgemacht und dann geht es halt weiter. Und fehlt hier natürlich, umgekehrt jetzt nochmal, wobei ich da halt vorsichtig wäre bei der 840. Aber nichtsdestotrotz fehlt hier, das heißt, könnte man auch nochmal von oben sehen. Was aber ganz klar dagegen spricht, dass die als Support funktioniert, ist, dass das Cluster, das letzte, was wir haben, drunter liegt. Das heißt, wenn man hier unbedingt zum Long suchen würde oder wenn ich unbedingt Long suchen würde, dann würde ich das hier machen, an der Stelle. Ja, also hier, wo der letzte Anstieg war, beziehungsweise der letzte Widerstand, wo es nochmal ein bisschen gezappelt hat und dann halt durchging. Das heißt, wir wären bei 774 und oh Zufall, das ist fast punktgenau die 772 aus meinem Blog, die natürlich ja auch schon ebenfalls seit Monaten, Jahren da drin rumgeistert. Auch ein Volumenpunkt. Und das wird viel, viel besser dazu passen als jetzt irgendwie die 840, weil da war halt nichts. Also da hat irgendwie keiner irgendwie dagegen gesteuert. Und das wäre dann meines Erachtens eher wieder hier unten zu suchen. Die 840 würde ich da eher nur im Auge behalten. 902 übrigens war genau das Gleiche. Halt auch, wann war das heute Morgen? Nee, gestern. Einmal drauf gedippt und weiter geht's. Auch Volumenpunkt. Okay, so, also der klappert hier jetzt momentan einfach nur im Raster erstmal rum. Wie man sieht, das funktioniert auch soweit punktgenau, das konnte man eben auch handeln. Aber ich muss halt hier immer so viel erzählen, deswegen bleibt das Handeln immer so ein bisschen auf der Strecke. Aber okay, so what, so ist es halt. Gut, also das sind halt aus meiner Sicht jetzt erstmal DAX und DAO. Also DAO, wie gesagt, nochmal nicht zu sehr darauf versteifen, aber wenn da was kommen sollte, dann hätte ich tatsächlich gerne, das nochmal zeigen, den nicht, habe ich den verschoben gerade oder was habe ich da gemacht? Ah ne. 24.909, also schlappe 1000 Punkte runter fast, wenn er das angehen sollte. Okay, so, dann wir können ja mal einen Blick auf Gold werfen. Kann ich mich wenigstens noch ein bisschen blamieren heute, weil da habe ich nämlich letzte Mal mal so richtig schön daneben gelegen. Das ist doch mal fein. Und ist natürlich nicht fein, ja. Aber ich will mich ja hier auch nicht hinstellen, wie jemand, der immer weiß, was abgeht und irgendwie alles sieht und vorhersieht. Das ist ja Quatsch, ja. Auch wenn es bei Gold irgendwie fast ein Jahr lang jeden Monat funktioniert hat, das letzte Mal
Das war mal so ein richtig schöner, tiefer Griff ins Klo. Aber ist okay. Ich glaube, das darf dann auch mal sein. So, wo haben wir es denn? Da sind wir, ne? Okay. Also, Gold. Ich habe hier nur keine Linien mehr drin. Nicht, weil ich das verstecken will, sondern weil ich hier halt auch, ich bin halt durch die Bank jetzt überall auf den MT5 gewechselt. Deswegen gibt es sie da nicht. Die kriege ich aber auch so wieder zusammen, weil an dem Handelsansatz bzw. Strategie ändert sich ja nichts. So, aber grundsätzlich, ich muss jetzt grob machen. Ja? Also letztes Mal hatte ich gesagt, Gold aus meiner Sicht wird so den Anstieg nicht hinkriegen, nicht bevor wir hier unten da waren. Ja, das ist so. 45, jetzt müsste ich mal ein bisschen genauer gucken nochmal, aber ich würde mal behaupten, da ist so eine 1250 etwa ist da drin. Ich mache die mal ein bisschen größer. Ist eine schicke Funktion jetzt, ne? Hier mit der automatischen Beschriftung. Das macht das Leben natürlich wesentlich einfacher. Muss nicht mehr hier im Fadenkreuz rumoperieren, um zu gucken, was man eigentlich gemeint hat. Also, weil. Also unverändert wäre es jetzt erstmal so, das Ding ist für mich erstmal egal, wann die jetzt kommt, ob die jemals wiederkommt, auf jeden Fall ein Support, also 1250 etwa. Ne? Weil eben auch vom gleichen Ansatz her Widerstand deutlich nach unten reagiert, durch, nicht wieder zurückgetestet. Und das hat mir einfach gefehlt. Und ich habe halt gesagt, also erstmal da oben war ich tatsächlich short, wollte aber runter bis auf die 1250. Ich habe gesagt, es wird so nicht funktionieren. Man hat auch, sieht man jetzt ja auch schön gesehen, wir hatten halt hier, also das war halt das Zwischentief dann bei 1280 müsste das sein, ein Anstieg. So, und dann plapp sind wir dann auch da drunter, unter dieses letzte Tief. Dann halt hier nochmal ein Zwischenhoch und da hätte es halt einfach weiter völlig stressfrei, hätte Gold hier einfach mal, Moment. Wir haben ja hier auch so lustige Sachen wie, hä, wo sind die denn hier? Wo sind denn meine Pfeiler? Nelson, du weißt das bestimmt. Man kann doch Ich hier habe sie Pfeiler ein. nicht. Bitte was? Ich sage, ich habe sie nicht. Ja, da warst du schon richtig. Da gibt es die Pfeiler? Nee, die Linie mit Pfeil, wo ist die denn? Die Was ist Linie das mit denn? Oh, der MT5R, der macht mich echt, der bringt mich noch. Jetzt wollte ich hier mal so schön Pfeil mal reinmachen mit Spitze. Gibt es denn hier? Nö, ne? Doch da. Aber ey, was ist das denn? Ganz komisch. Egal, also was. Du hast doch gesagt, du hast eine Version, die kein Mensch hat. Also Ich keine weiß auch. Ahnung, was du da gemacht hast. Das ist mit dir so von euch, ne? Das ist Was? das. Ist, Nein. ja, das ist ein Original FX Flat MetaTrader 5 Installation. Ja, sowas gibt es auch mal. Also, was ich meinte, ist eben, er hätte mal ganz stressfrei einfach, also nachdem wir hier ein neues Tief hatten, wäre das so plausibel und einfach gewesen. Da hat er keine Ahnung, was die da, die Goldjäger da geritten hat, ja. Aber das, ja, gut. Das ist halt Handel, ne? Ich meine, funktioniert dann halt irgendwie zu 70, 80% oder wie auch immer und dann, wenn man drauf baut, dann natürlich gerade nicht. Gut, wenn der Einstieg war natürlich auch sehr spät, muss man halt auch, muss ich halt hier auch eingestehen. Ich hätte ja auch mal irgendwie viel früher da oben schon mal irgendwie was aufbauen können und dann einfach nur einen Stop nachziehen. Aber nichtsdestotrotz, und das ist halt einfach mies, was hier so ein bisschen gelaufen ist bei Gold, dass halt hier einfach so einen Anstieg haben, dann halt hier runterkommen. So, und dann hier einen Support brechen, also hier jetzt nicht, sondern hier einfach nur nochmal kein neues Hoch. Und das ist ja eine relativ deutliche Bewegung und dann hier plapp, brechen wir das Ding. So, nochmal Backtest, alles gut und schön. Was macht Gold? Geht nochmal zurück und bricht es einfach nochmal. Also, das ist halt hier eine Katastrophe. Ich meine, das hier Tageschart, das sieht man ja auch. Das waren ja wirklich Wochen jetzt, also der ganze Monat letzten Endes nur rauf und runter gezippel und gezuppel hier bei der 1300, warum auch immer. Und die hat halt, also die hat mir gefehlt. So, und ich habe halt im letzten Webinar gesagt, so, das funktioniert meines Erachtens so nicht. Nicht, bevor wir da einmal unten drauf geguckt haben. Das hätte so wunderbar zusammengepasst. Hat aber Gold diesmal keine Lust drauf gehabt. Und so laufen wir jetzt halt durchs Dach und wir sind halt nicht dabei. Na gut, also das war halt Gold. Und da bin ich halt wirklich mal immer noch gespannt. Ja, ich meine,
das ist halt einfach heute nicht vorbei. Ne? Ich meine, es sieht jetzt halt alles furchtbar long aus, aber da oben am Top jetzt long gehen, ist natürlich auch gewagt. Und schreibt der Weidemeier nicht, dass das dass der Dow auch so läuft. Ja, kann alles sein. Weiß man ja nicht. Ja, ich kann es nicht wissen. Es kann keiner wissen. Und jemand, der sagt, er weiß es immer, das ist halt ein Betrüger. Das ist ganz einfach. Was ich aber weiß oder beziehungsweise halt, was jeder herausfinden kann, wenn man lang genug am Markt ist, man kann herausfinden, was ist wichtig und was nicht. Welche Punkte sind wichtig und welche sind es nicht. Und das ist das Einzige, was ich hier die ganze Zeit ja mache. Das heißt, ich suche mir Punkte raus, wo ich weiß, die sind relevant. Egal jetzt, ob für 10, 50 Punkte oder halt eben auch für ein paar hundert Punkte. Und die erwische ich immer wieder ganz gut. So, und dann ist es ja auch im Endeffekt total egal, ob ich da jetzt halt richtig oder falsch liege. Weil ja, zwangsläufig dadurch ist es ja eben immer so, dass ich halt einen Stop habe, der halt sehr, sehr klein ist. Und aber eine Strecke, die dann halt einfach 4-5 Mal so groß ist. So, wenn ich dann halt eine Quote habe von 50%, die ich noch nicht mal brauche an der Stelle, und dann kommt unterm Strich natürlich auch was bei raus. Und wir hatten es heute Morgen auch in der Gruppe, da hatte ich ja auch noch einen Short gepostet, der ging dann daneben. Und dann hat der Friedrich hat mit einem traurigen Smiley reagiert, das finde ich mir total süß, wenn das jemand macht. Aber das ist ja halt total egal, ja. Also, so, ich behaupte mal, die Tage, wo ich ja dann halt irgendwie auch Trades und so weiter poste, da kommt ja fast immer Plus am Ende raus. Und aber nicht, weil ich halt immer richtig liege, sondern einfach nur, weil ich weiß, wo der Stop hinkommt und wo ich halt hin muss. Und da müsste schon im Teufel zugehen, dass ich halt irgendwie 10 Trades poste und alle 10 gehen daneben. Und das wäre dann halt irgendwie schon Murphy's Law. Und deswegen, also muss man sich davon nie beeindrucken lassen und darf das auch überhaupt nicht schlimm finden. Und sondern muss es halt einfach machen. Wenn man eine Strategie hat und weiß, wie man sein Risiko begrenzt und dann einfach machen. Machen und gut ist. So. Mit welchem FX-Flat-Konto werden im Future und CFD-Werte gemixt? Fragt gerade der Thomas. Einfach im MT5-Konto. Ne? Also da hast du halt ja, vielleicht ganz kurz das Wort dazu, weil die Frage kam jetzt ein paar Mal, auch bezüglich der neuen Funktion, die du jetzt auch zeigst. Ja. Es geht natürlich nur im MetaTrader 5, weil man auch die Future-Daten dafür braucht und diese müssen freigeschaltet werden. Also gerne bei uns sich melden und dann erfahren Sie mehr darüber. Ja, also man braucht die Future-Daten. MT4 geht es nicht, weil es dort keine Futures gibt. Es ist von der Struktur her nicht möglich. Ja, nur weil wir haben ja halt hier, sieht man hier bei den Symbolen, habe ich hier entsprechend jetzt hier den FDAX und den YM. Den habe ich halt hier in der Marktübersicht drin. Und das ist hier noch Beta, aber trotzdem, so sieht es dann nachher halt aus. Das heißt, man kann hier einfach an der Stelle hier die Profildaten sowieso, die sind dann natürlich fix, ja, weil er halt auch weiß, okay, das ist ein Future. Und hier kann ich dann Volumenquelle eingeben, hier Volume Source. Und dort habe ich jetzt halt einfach, habe ich halt hier die zwei halt, hat er hier gefunden, die zusammenpassen. Einmal halt den US30 und einmal den Future. Ich könnte jetzt noch den Micro Future, könnte ich mir genauso gut hier drunter legen. Und, aber so wird das Ganze dann nachher eben entsprechend funktionieren. Ne? Und dann ist halt automatisch so, dass halt, ich kann das ja mal kurz zeigen, ich hoffe, das geht jetzt hier im Vorführeffekt auch. Wenn ich jetzt hier den US30 Mini auswähle und dann hier auf Anwenden drücke, ja gut, hat sich jetzt irgendwie nicht viel getan an der Stelle, aber man sieht halt klar, ne, dass die Markttiefe, also das Orderbuch ist weg und die Glocke hat sich aber jetzt nicht so viel verändert. Also das heißt, da ist heute tatsächlich das Tickvolumen sogar halt auch halbwegs verlässlich, aber im Hintergrund mal auf die Glocke halt mal achtet. Ich habe jetzt hier den Point of Control bei 25809. Ja, 807. Also ne, das ist jetzt aber halt wirklich tatsächlich Vorführeffekt. Und ist dann eher so, wenn danach mal ein bisschen mehr los war, dann rutscht das schon ein bisschen mehr durch die Gegend auch. So, ich muss mal wieder einen Schluck trinken. Dann macht das. Ich beantworte mal ganz kurz noch eine weitere Frage, die jetzt auch mehrmals kam. Also mit dem MetaTrader 5 Konto kann man tatsächlich CFDs, Forex und, also Forex Spot und Futures handeln.
Ja, alles mit einem Konto ist bei uns möglich. Und man braucht die Future-Daten, damit man diese Funktion nutzen kann. Klar, man muss die nicht zwingend handeln, aber die Marktdaten werden natürlich trotzdem fällig. Und bei uns ist es aber so, wenn man Futures handelt und man hat die so viel Kommission erwirtschaftet, dass das über den Marktdaten, über die Marktdatengebühr hinausgeht, dann sind die Marktdaten dann für Sie entsprechend auch kostenlos. So, bist du endlich fertig? Ich wollte schon sagen, es ist aber ein großer Schluck. Spaß, alles gut. Okay, also, ich gehe mal ganz kurz nochmal zu Gold, um das noch irgendwie gerade fertig zu machen. Also, wie Unglaublich. man sieht, ne? Wolltest du was sagen, Nelson? Nein, nein, ich habe fertig. Weißt doch, dass das nur Spaß ist. Muss ja auch immer mal ein bisschen gute Stimmung verbreiten hier. Wenn das Geschäft ja schon so langweilig ist, dann muss man sich auch super Spaß gönnen. So. Außerdem kannst du das ab. Du bist, kommst ja auch aus Köln. Ich wollte gerade sagen, ich bin was? Ich habe es durch Köln ersetzt. Nee, okay. Also, ne, sieht man hier jetzt irgendwie so, hat keine Lust auf den letzten Dip gehabt, da haben wirklich halt hier so, das sieht dann so aus wie, da hat sich jemand irgendwie eilig gehabt und wollte nichts mehr hergeben, ja. So sieht das Ganze so ein bisschen aus. Und die kaufen das Ding jetzt wahrscheinlich auch dann nach oben dadurch. Und viel mehr kann man dazu jetzt eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Klar, man könnte jetzt hier natürlich auch weiter drauf wetten, dass das Ding halt im Short-Trend bleibt. Aber die Struktur hier, die gibt mir doch sehr, sehr zu denken. Also gerade der Anstieg hier von dieser Woche, ne, weil halt das hier so schön konsolidiert hat die ganze Zeit so, und das sieht und halt einfach da unten nicht mehr und dann ist nur noch gekauft wurde. Und das kann schon funktionieren hier bei Gold im Wochenchart. Kann mir auch irgendjemand drauf gucken. Das ist schon heftig, ne? Also, und Gold funktioniert halt ein bisschen anders als jetzt irgendwie Indizes. Und auch, und vor allen Dingen hier, das ist eine freistehende Wochenkerze. Nicht wie bei dem Dow, die da unten direkt in eine schwarze reinläuft, die daneben steht. Sondern das Ding hier steht ja wirklich in der Luft. Und das kann gut sein, dass wir einfach eigentlich da komplett oben drüber laufen und wir dann halt irgendwie das nächste Mal da oben bei, weiß ich nicht, 1400 irgendwas stehen. Also, ich meine, wenn man sich das mal zusammenrechnet, zwei Kerzen von der Länge, ja, die dann halt irgendwie, dann hätten wir vier Kerzen in einer Farbe, dann steht das Ding da oben. Und dann, deswegen, Short wäre ich hier vorsichtig. Also, ist keine Empfehlung, ne? Ich meine, wenn jemand einen anderen Ansatz hat und sagt, ich weiß auf jeden Fall, dass es runtergeht, dann bitte. Aber weil das Ding halt wirklich so losgelöst da steht, für mich wäre es kein Short mehr. Und auch kein Punkt mehr, um hier noch reinzukommen. Also kann ich jetzt leider dann diesmal gar nichts großartig mit anfangen. Das ist dann eher so die Abteilung, wo ich sage, wenn ich jetzt hier long gewesen wäre, wenn ich so clever gewesen wäre wie der Bernd zum Beispiel, der hier auch dabei ist, ne, Bernd? Und der sich einfach nicht hat abbringen lassen von seinem Long und auch recht behalten hat, dann würde ich hier an der Stelle wirklich dann einfach das Ding trailen. Ja? Also irgendwie Trailing Stop auf Außenstab im Tageschart, also dann der Priax im D1 und der trägt das Ding so weit, wie es halt geht. Also dann da muss man nicht irgendwie Zielbestimmungen nach Fibo oder irgendwas machen, sondern einfach trailen, bis das Ding fertig ist. Und da wird man, dann kommt man dann auch in der Regel am vernünftigsten da raus. Und hier oben ist natürlich, das ist eh so eine Knautschzone, ja. Jetzt hier bei 1360, da werden sich wieder alle die Köpfe einschlagen. Und wenn man dann halt aber hier schon irgendwo dabei war, dann würde ich da oben die Füße stillhalten und warten, bis die fertig sind. Aber da auch nicht unbedingt raus. Deswegen, da kommt ja auch gerade die Frage, Ziel oben im Gold. Ich hätte, also ich würde nie ein Ziel setzen, wenn ich halt irgendwie bei so einer Geschichte, wenn das jetzt zum Beispiel hier wirklich drüber läuft, ich würde kein Ziel setzen. Ziel heißt rausgehen und wahrscheinlich rausgehen an der falschen Stelle. Sondern wird das Ding, wie gesagt, laufen lassen mit einem Trading Stop, kommt meistens weiter als alles andere. Also mit dem richtigen Trading Stop dann natürlich. Ne? Und nicht einfach so stupider Punkteabstand, sondern einer, der ein bisschen Logik hat. Und dann wird einem der Markt dann schon mitteilen, ab wo entsprechend das Ganze zu Ende ist. Meistens auch sehr, sehr verlässlich.
Deswegen Ziel, nein. Aber apropos Ziel, im DAO noch ganz kurz, das ist mir nämlich vorhin auch noch aufgefallen, falls es jemand interessiert. Die FIBO-Verfechter, das habe ich vorhin gesehen noch, als ich das Ganze mal irgendwie noch aus einer anderen Perspektive mir angeguckt hat. Die würden hier tatsächlich auch noch auf ihre Kosten kommen, weil, wenn man nämlich hier FIBOs ansetzt, von da unten bis da oben hin. Oh, die haben eine super Farbe hier. Das ist echt, das ist ja krass. Ich sehe gar nichts. Moment, muss ich mal erstmal ändern. So. Das ist echt ein bisschen arg. So, da sieht man es aber. Dann hätten wir, na gut, es fehlt natürlich hier wieder eine. Stellen wir so kurzerhand auf den Kopf. Na, komm runter. So, dann sieht man nämlich hier, dass nämlich lustigerweise das, was ich vorhin hier aufgerufen habe, die 24,99, ist fast genau tatsächlich die 63,6 oder 76,4, wie auch immer man das nehmen möchte. Auch hier, das sieht man, die 283, die ich vorhin eingezeichnet habe, wäre eine 50% Korrektur. Und das ist natürlich ein Ansatz, wo ich dann sage, gut, das macht dann auch Sinn, wenn man da halt dann, wenn man da so mit Fibos rangeht und wenn man halt irgendwo dann Punkte auch erwischt, die halt wiederum auf Clusterungen treffen, also einfach auf Klumpen, ja, wo halt andere gehandelt haben, dann macht es natürlich auch Sinn. Und wogegen ich jetzt halt sonst was drauf verwetten würde, dass die 61,8 bzw. 38,2 hier, dass die überhaupt nichts ausrichten wird, sondern da wird es wahrscheinlich eher durchplumpsen. Genauso wie hier an der Stelle. Gut, das könnte eine Übertreibung von der 191 sein, die ja auch wichtig war. Okay, da noch eher, aber dann lieber wirklich hier unten. Das sähe für mich noch irgendwie am besten aus. Aber wollte ich mal zeigen, also wie gesagt, passt tatsächlich zusammen. Ne? Wobei das, muss man aber fairerweise auch sagen, wenn man die 889 nimmt, dann passt es sogar hier auf den Punkt genau. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, die beiden Geschichten hier oben, 997 und 889, das wird heute ein interessantes Feld werden, was halt sehr, sehr vielversprechend ist. Gut, so, ich kann dem auch irgendwie gar nicht mehr großartig hinzufügen, weil irgendwie handeln kann ich jetzt hier nichts mehr, so wie ich das sehe. Und irgendwie hier 30 Punkte mitgenommen. Das ist ja ganz okay, wenn es auch irgendwie 100 mehr hätten sein können, ne? Einfach nochmal gemacht hätte. Aber in der Zeit bin ich halt auf den DAX geswitcht. Gut, macht ja nichts. Hauptsache hat gepasst. Einmal in der Theorie hat es zu 100% gepasst hier und auch durch einen kleinen Trade auch nochmal unterstrichen und so weiter. Alles gut erstmal. Wenn sich jemand beschweren will, weil es nicht mehr Punkte hier live gehandelt wurde, Beschwerden gehen immer per Briefpost an den Nelson nach Hause, nach Köln. Die Adresse blenden wir gleich ein. Komm. Ne, Nelson? Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Gibt es so eine automatische Weiterleitung? Ja, ich kann mir schon denken, wohin. Ja, ich spreche es mal nicht aus. Ja, prima. Aber trotzdem Okay. vielen Dank, Kirk, für das Webinar heute und natürlich auch Glückwunsch für die Punkte, die du da ertradet hast. Dankeschön an die Teilnehmer fürs Dabeisein. Immer wieder schön, dass Sie interessiert sind, hier bei dem Webinar mit dabei zu sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Tatsächlich, Dirk, haben wir nächsten Dienstag wieder ein Webinar zusammen. Ja, ich glaube, du Ja. weinst gleich, ich weiß. Weiß, weiß. Und nein? Nee, nee, ich weiß, doch, doch, alles gut. Ja. Und ja, bis dahin wünsche ich natürlich schöne Feiertage. Ist ja jetzt Pfingsten am Wochenende. Genießen Sie die Zeit, passen Sie auf Ihre Position auf und Dirk, wie immer das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Danke an Nelson, FXLet für das Webinar und die Zeit hier natürlich. Und ja, kann an der Stelle auch nicht mehr machen, als zu sagen, habt ein paar schöne Feiertage. Ich weiß, kein Mensch braucht sie. Wir alle warten schon wieder drauf, dass Dienstag ist. Und aber nichtsdestotrotz kann man ja sowas mal nutzen, um mal irgendwie auch was anderes zu machen. Werde ich auch tun.
bin am Wochenende auch nicht unbedingt die ganze Zeit da. Und ja, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen schönes Wetter. Und ansonsten sehen wir uns ja dann ohnehin tatsächlich nächsten Dienstag morgen dann hier ja auch gerne wieder. Dann sage ich mal bis dann. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.